Und damit Hallöchen, herzlich willkommen wieder zurück zu einer Runde Tibia. Wir sind natürlich immer noch in Rushamul, um genau zu sein, in der Gusselmore Valley. Im Tal der wie heißt es, Fressmäuler heißt das, glaube ich. Gusselmore ist ein Fressmaul oder sowas in der Art. Wir handeln hier noch fleißig weiter lang hin, sind auf dem Weg, eine Daily Task zu machen oder ist das eine Daily Task? Weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls, um ein Flashline zu usen, um da auf jeden Fall ein Achievement zu bekommen. Ich glaube, es gibt hier verschiedene Flaschen, die man usen kann und muss. Der Hintergrund ist mir gerade nicht bekannt und bewusst oder bewusst wohl eher. Muss ich gleich mal gucken, ob ich hier vielleicht noch währenddessen was finde. Wir hatten gestern so ein bisschen... Huch, ja, mal Update. Nein, geh weg. Ich will dich nicht. Ich hatte gestern zum Schluss dann noch so ein bisschen angefangen, dass es mir leid tut und dass ich irgendwie den Kopf mit anderen Dingen voll habe. Und über diese anderen Dinge wollte ich nochmal kurz, zumindest wollte ich drauf eingehen. Also ganz kurz nur erwähnen, ist ja wie gesagt eigentlich mein Privatkram, aber ich habe ja mal am Anfang des Jahres erwähnt, also der die Videos hier, die Folgen ordentlich verfolgt, der wird mitkriegen, dass ich am Anfang des Jahres gesagt habe, dass sich da privat eine Menge ändern wird. Und ja, das ist so, ich werde den Job wechseln. Und diese Jobwechselei, die stresst mich. Die stresst mich zutiefst. Soll heißen, nicht weil es spannend ist, sondern weil man irgendwie so zwischenhängt, zwischen nicht mehr und noch nicht. Weißt du, da hast du einen Job, den du aktuell ausüben musst, um deine Existenzgrundlage zu sichern, und hast dann nebenbei noch so den Gedanken, irgendwie hast du ja keinen Bock mehr drauf und hast eigentlich schon einen neuen Job. Also die Situation zumindest ist das aktuell so, dass man mir gesagt hat, okay, wir wollen sie. Sie sind unser Mann. Und das im Hinterkopf, aber trotzdem kommen sie nicht aus der Puschen. Und ich habe immer noch keinen Vertrag und deswegen habe ich auch immer noch nicht die Kündigung quasi bei meinem alten, aktuellen Arbeitgeber abgegeben. Und das zieht sich alles so. Und das soll immer nicht so eine knappe Nummer werden. Ich hasse das. Das zehrt einen auf. Wie gesagt, zwischen nicht mehr und noch nicht hängt man da. Zwar zwischen Baum und Burke, sagt man, glaube ich, auch. Und das riecht mal auf. Und deswegen kriege ich quasi den Kopf nicht frei. Und wenn ich den Kopf nicht frei kriege, kann ich auch nicht über irgendwelche Dinge erzählen, die mich aktuell sowieso nicht am meisten beschäftigen. Ja, soll heißen, muss man wirklich sagen, dass in diesem Punkt ich dann Abstriche mache. Und das hatte ich ja, glaube ich, auch in der einen oder anderen Folge schon erwähnt, dass man halt Abstriche macht, um dann, weil man halt einfach nicht mehr kann oder weil letztendlich auch die Qualität der Videos leiden würde. So, das heißt, wenn du nichts zu erzählen hast und dann nur über diese eine Sache erzählst oder irgendwie versuchst, dir ein Thema auszusuchen und du redest über das andere Thema, also redest über ein Thema, hast aber ein anderes Thema nur im Kopf, dann wird das ja auch ätzend langweilig. Und sag mal so, die Videos an sich, vor allem wenn man jetzt hier so huntet, die sind ja sowieso schon, sag mal, von Action gespickt. Und ach so, apropos Action gespickt, da muss ich gleich mal, warte mal, wie heißt denn dieser Lümmel? Hatte jetzt letztens, ich dachte, ich spinne. Huch, ich habe hier gar nicht den Dings. Ah, egal. Ich dachte, ich spinne. Hab hier heute mal meine E-Mails abgerufen, hab plötzlich 11 E-Mails bekommen wegen 11 Kommentaren. Was ist das denn jetzt hier? War bloß ein Typi, der sich mal wieder super nett quasi geäußert hat. Letztendlich wollte er, oder lief es darauf hinaus, er wollte Werbung machen. Er war halt ein PvP-Fan, was ich ja nicht verteufle, aber halt hier auf dem Channel nicht groß gefördert wird, um es mal so nett und diplomatisch auszudrücken. Soll heißen, er hat ein PvP-Video gemacht und wollte das quasi an den Mann bringen. Und mit einer charmanten Art und Weise, wo ich mir dachte, weißt du was, junger Mann, wenn du nicht auf die Kette kriegst, verpiesel dich. Und es lief so nach raus, so nach dem Motto, dieser Non-PvP-RPG-Scheiß interessiert doch keinen, hier könnt ihr das richtige wahre Tibia sehen. Tralala pipapo. Also mal ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen, wenn ihr ein PvP-Video dreht und quasi eure Heldentaten, wie ihr quasi mit Bot und Coda rumrennt und bis 3 zählen könnt. Wenn ihr das unbedingt präsentieren möchtet, dann schreibt mir doch eine PN. Sagt mal hier, gucke mal da. Ich habe, finde ich gut, wenn du das mal präsentierst, weil gibt es zwar bei dir sowieso nicht. Aber spammt mir nicht die ganzen Videos zu. Erstens mal ist der Spamfilter von YouTube sowieso recht gut. Also da wird schon mehr gefiltert, als eigentlich nötig ist. Und zum Zweiten, sag mal, ist das doch auch eine total peinliche Aktion. Nur mal so am Rande. Also wenn ihr Videos habt, wo ihr PvP-Action habt, dann bitte so, dass es A, legal ist. Übrigens ist das hier die Flasche, die wir da gerade haben, ne? Nur mal so am Rande erwähnt. Aber am Rande, also dann macht es so, dass es legal ist, ja, dass man sich da nicht quasi irgendwie schämen muss für.
Und dann natürlich auch in der Qualität, wo man sagt, okay, das kann man jemandem anbieten. Und dazu zähle ich beispielsweise auch ein gutes Mikrofon. So, ich habe fertig. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ich wollte gucken, wofür die Flasche gut ist. So, warte mal. Roshamul Quest. Show. Bam, bam, bam. Introduction, required equipment, tralala, killing monsters, okay. Gravel, genau, der erste Task war halt mit diesen Gravel und Water und Kalk, den man da quasi mischen musste, um halt die Brücke zu basteln. Finde ich von der Idee auch ganz nice. Und jetzt sind wir hier bei Lower Roshamul und da gibt es irgendwo hier diese... Na, wo sind sie? Blowing Horns? Ne, das sind sie nicht. Die Blowing Horns, das ist das... Achso, das ist dieses Mount Piece of a Horn, Warhorn. Das ist das Item, was man halt von diesen Totenkopfhügeln bekommt. Luring Silencers. Das ist das, was wir gleich machen werden. Killing Side of Surrenders. Okay, das sind bloß die Tasks, die man machen kann, um halt Pünktchen zu bekommen, sehe ich das. Also wenn ich jetzt auf den ersten Blick das so ein bisschen begutäuge. Also jetzt, wie gesagt, ich habe mir die komplett nicht durchgelesen, weil der David hier unser Questmann ist, der uns da immer so die Tipps gibt und erklärt, wie es vorangeht dort bei der Quest. Letztendlich würde ich so interpretieren, dass man hier durch diese Flaschen und durch diese Killing der Task of Surrender und natürlich auch durch diese Items, die man an der Wall used, diese Wall auf Dauer zum Brechen bringt. Und letztendlich läuft das alles darauf hinaus, ne? Gut, jetzt sind wir hier auf dem Weg zum Killing des Silencers. Das heißt, wir sind gerade oben dort, also müssten wir ein Item usen. Das werden wir gleich auf den Boden schmeißen. Da könnt ihr das Item mal sehen. Warte mal kurz, jetzt muss ich mal kurz eine Katze vertreiben. Okay, weg. So, schwupps, sorry. Sind wir wieder da, weil sonst macht er mir die Hose kaputt. Das muss ja auch nicht sein. Ist immer toll, wenn Katzen schnurren und schmusen und sich überall einkrallen, da kriegt ein Krampf. Ach, gut, egal. Jedenfalls, Killing Silencers, wo waren wir? Killing Side of Surrender, Killing Silencers, genau. Im Plateau, da gehen wir gleich hin, also wir sind gerade auf dem Weg, das ist die Treppe hoch auf Plateau, wo die Silencers spawnen und da gibt es ein Item, was man usen muss. You can Silence Resonate. Ah, genau. Die Silencers an sich, die droppen ein Item. Und zwar diese Silencer Resonating Chamber. Das wird gleich hier auf den Boden gedroppt. Da ist es, vor David, dieses Teil. Das muss geused werden. Und zwar bis eine bestimmte Message kommt. Also dieses Crackle-Dingens, das funktioniert nicht. Da, Bams. Wenn die Noten erscheinen quasi, dann habt ihr das geused und that's it. Und insofern habt ihr damit quasi hier oben auf diesem Plateau diese Waves aktiviert. Und jetzt kommen gleich ein paar Waves voller Silencers. Deswegen haben wir uns da auf Firefields und Energy Bomb, Energy Walls da versteckt. Da sind sie schon. Sind nicht so viele. Einmal gekillt und dann passt das schon. Das Interessante ist, also hier kommen ein paar Waves. Das ist halt nicht nur die eine Wave. Und zum Schluss kommen halt... Side of Surrenders. Was habe ich denn hier für hässliche Musik an, sag mal? Geht überhaupt nicht auf den Sack. 25 Sekunden noch, na komm. Moorland. Okay. Moorhoonland. Okay, 18 Sekunden. Wir haben es gleich überstanden. Gleich sind wir durch. So, jedenfalls sämtliche Sachen, die man hier machen kann, sind halt nur darauf abgezielt, in die dritte Stage zu kommen, hier auf diesem Froschamul. Und nochmal erwähnt, die Stages hier sind once and forever. Einmal erledigt, ist der Server damit gebrandnarbt und der Weg ist frei. So, ja, ein paar Silencers haben wir ja da. Eagle macht jetzt auch nochmal so ein bisschen. Wusste gar nicht, dass das so viel waren. Ja. Hat sich quasi jeder so ein bisschen was genommen. Wir und unser Firefields waren relativ safe. Und dann passt das ja.
So, war gerade ein bisschen viel, glaube ich, aber gut, da kommt ein Nachzügler. Weiß jetzt gar nicht, ob nochmal eine Wave kommt oder nicht, aber einige Waves kommen wohl. Und ganz zum Schluss kommen dann die Side of Surrenders. Und die müsste man dann auch irgendwie wegblocken. Und ich weiß nicht, woran es geht, ob es da eine bestimmte Formel gibt, wonach, vielleicht gehen die nach Party oder so, kann ja sein, dass man halt bei einer 5er-Party auch 5 Side of Surrenders bekommt. Weil wir haben nämlich 5 auf einen Schlag bekommen. Und 5 Side of Surrenders zu blocken ist schon leicht fett. Also das Gute bei uns war hier, dass wir wirklich 2 Knights hatten und die das eigentlich gut wegstecken konnten. Vor allem war Rostom mit seiner 300 und was ist er? 390? Ne, das ist Eagle. Na, sehe ich gar nicht. Ja, um 380 war der, glaube ich. Das passt schon. Und was ich auch krass finde, das muss ich jetzt hier mal echt betonen, ich bin Level 230. Ja? Also über 230, sogar 235 war ich hier. 235 fucking Level und man zählt in dieser Gruppe hier als Noob. Das heißt, wegen mir ging Shared XP nicht, weil ich Noob-Level bin. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was in Tibia sich in den letzten Jahren so ein bisschen verändert hat und wie eigentlich auch die ganzen High-Levels nach oben geschossen sind. Ja? Das Gute ist ja, klar, auf der einen Seite sind es bestimmt, also die High-Leveler, viele sind ja immer nicht umsonst gebanished und deleted worden, aufgrund von Bots etc. pp. Das Gute ist, und da hat man, also die von euch Cranban auf Twitter folgen, also hier dieser Community-Manager von Tibia, der postet ab und zu mal ein paar interessante Insider-Tipps dort, die nicht unbedingt über die Tibia-Homepage verbreitet werden. Und dort war unter anderem angesagt, dass er, oder dass Tibia an sich, oder Shipsoft, dass die gerade dabei sind, einen neuen Klienten zu basteln. So heißt denn dieser Flash-Client, den wir da aktuell haben, der wird wahrscheinlich so in seiner Form, warum auch immer die den plötzlich nicht mehr weiterentwickeln wollen, wahrscheinlich Flash von vorvorgestern ist und nicht mehr zukunftsträchtig genug ist. Die wollen einen neuen Standalone-Client basteln und den ziehen die halt von Grund auf hoch. Mit natürlich einigen anderen Vorzügen. Und was er in diesem Zusammenhang gesagt hat, fand ich ziemlich interessant. Die haben ja jetzt für diese DDoS-Attacks, den diese jetzt in Anfang des Jahres hatten, wofür es halt, Ende letzten Jahres, wofür es halt den Wouché gab. Wouché, richtig, französisch? Wouché? Na hier, die Double-XP-Nummer da. Die persönliche Double-XP-Zeit. Dafür wollen sie, oder dafür haben sie ja einen externen Anbieter an Bord genommen, der das quasi beseitigen soll, was ja bisher auch ganz gut geklappt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gerade über den Namen gegrübelt, fällt mir gerade nicht ein, dieser Anbieter. Jedenfalls haben sie das ja mit in Boot geholt und so ein Anbieter, und das fand ich richtig gut, also wenn das stimmt, wenn ich das so richtig rausgelesen habe oder wenn ich es mir habe richtig erzählen lassen, dann haben sie auch einen Anbieter jetzt dabei, der Bot detected. Das soll heißen, es gibt wohl Anbieter, die sich auf sowas spezialisiert haben. Und was ja nicht so schlimm ist, dass man sagt, okay, das wird jetzt in Zukunft kommen. Nee, was viel besser ist, die testen das aktuell schon und haben es gar nicht angekündigt. Das heißt, so wie ich es richtig verstanden habe, ist so ein Bot-Detection-Gedöns von diesem Drittanbieter, dem externen Drittanbieter, der sich darauf spezialisiert hat, schon in den Client integriert. Und die testen den aktuell wohl, wie das läuft, pipapo. Soll heißen, wenn es wirklich so sein sollte, dass dieses Detection-Tool, was sie da haben, und wenn die sich da mit einem Drittanbieter auseinandersetzen, der sich darauf spezialisiert hat, dann gehe ich davon aus, dass der auch wirklich speziell sämtliche Variationen etc. pp. Kennt, dass man den quasi nicht so leicht veräppeln kann. Und ich hege sehr, sehr große Hoffnung in diese neue Machart. Soll heißen, vielleicht, möglicherweise, wird noch in diesem Jahr 2014 ein Ende oder die Botter-Geschichte massiv dezimiert. Man hatte ja mit diesen Bun-Waves und Deletion-Waves, die man da gezogen hatte, die meisten High-Levels wirklich aus dem Verkehr schon gezogen. Und ich finde es gut. Also wenn da wirklich noch mehr getan wird, klar hat man dann wieder das Problem, dass man
leere Server hat. Die wollen sowieso... Alter, Alter, was ist das denn? Schnauze. So. Die wollen ja sowieso die ein paar Server, die sie haben, zusammenlegen. Also diese Idee ist ja noch gar nicht fremd. Es wird auch im Forum ordentlich diskutiert auf dem Community Board. Dass dort einige Server... Wie gesagt, Alter, Alter. Geht's noch weiter? Dass einige Server quasi gemerged werden oder so heißen, zusammengelegt werden, finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Dann wird die Population auf dem Server wieder höher. Auf der anderen Seite hast du dann wieder das Problem, dass natürlich die Spawn, die Hunting-Spawns so ein bisschen crowded sind. Durch dieses Bot-Tool möglicherweise aber dann auch nicht mehr, weil dann die High-Leveler Level 400 und Co. wirklich mal händisch leveln müssten und wirklich feststellen, wie beschissen schwer doch so ein Level zu bekommen ist. Und ich glaube, der höchste ist Level 725 aktuell oder so. Kannst du mir doch keinen sagen. Warte mal, wenn ich jetzt hier mal gucke. Warte mal. Wir machen folgendes hier. Tibia, Moment. Wir gucken uns jetzt mal an, was hier der höchste ist. Tibia Community Fansites. Guildstats.eu. Ich verbinde. Die Verbindung ist so lahm, es dauert ewig. Tibia Highscores. Click it. Experience. Also letztens habe ich noch geguckt, waren 725. Entschuldige, jetzt ist er 727. Karsek heißt der Gönze. Auf Pakera. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass der das original live levelt. So. Der hat knapp 6,3 Milliarden XP. Online-Time. Das wird jetzt spannend. Gut, entweder ist er arbeitslos. Aktuell hält sich es ja noch in Grenzen, muss ich sagen. Montag 5 Stunden, Dienstag 2 Stunden, Mittwoch 8 Stunden, Donnerstag 11 Stunden, Freitag 11 Stunden, Samstag 7 Stunden, Sonntag 11 Stunden. Okay, so war ich früher auch mal. Warte mal kurz. So, Katze entsorgt, Entschuldigung. Ach, das Vieh macht mich krank. So, mag ja sein, dass er Urlaub hat oder so, aber ich finde es schon recht krass. Und wenn sich manche Sachen hier anguckst, diese Online-Times von, wie heißt diese, Poiskenet oder so ähnlich? Warte mal, Gott, wir gucken da auch nochmal schnell auf. Wir haben jetzt Zeit, haben wir die Zeit? Ja, müsste gleich vorbei sein, die Nummer. Aber wir gucken mal, Tibia Online-Zeit. Da frage ich mich auch, ob manche einfach den Schuss nicht gehört haben. Wir machen einfach mal hier Select Server, Berylia. Schauen wir mal. Da gibt's Leute, die sind 3 Tage am Stück 23 Stunden lang online. Kannst du doch keinem erklären, dass der nicht bottet. Oder selbst bei 2 Tagen 23 Stunden am Stück. Wie geht das? Ja, also jeder, der jetzt hier, gut, wenn du einmal 22 Stunden hast, okay, so Verrückte gibt es. Wenn du den Tag davor und danach eine Stunde bloß da bist, okay, sehe ich ein, sowas funktioniert. Aber 2 Tage am Stück, 23 Stunden, entweder scherste deine Erfahrungspünktchen oder du hast andere externe Tools, die dir da verhelfen. Krass. Ja, also gibt es wirklich manchmal, na egal. Ich bin, glaube ich, schon wieder vom Hundertstel ins Tausendstel gekommen, habe gar nicht mehr geguckt, was wir jetzt hier so aktuell gemacht haben. Soll heißen, wir sind jetzt da, wir haben, genau, die letzte Wave ist quasi dabei. Die Side of Surrender sind gespawnt, 5 Stück an der Zahl, ist schon relativ fett. Und es dauert auch seine Zeit, ehe die da wirklich down sind. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt keine Waves benutzt haben. Naja, jedenfalls kann David ja ordentlich mithalten, also mit Aufräumen etc. pp. Und eigentlich frag mich gerade, warum die so oft changen, die Viecher.
Normalerweise changen die extremst selten. Und ich frage mich auch gerade, warum habe ich den oberen attackiert, während eigentlich alle auf den unteren waren. Da haben wir uns ja super abgesprochen im TS. Absoluter Bullshit hier gerade, was ich da mache. Ah ne, jetzt kommt Racket. Jetzt schießt er auch oben mit hin. Okay. So, Energy Bomb. Scheiße. Die Reihe der Side of Surrenders. David, heil dich. Ja. Ja. Musst du eigentlich bei den Viechern einzeln machen. Das bringt, glaube ich, keine Punkte, wenn du da mit Avas raufhaust. Machst natürlich die alle so ein bisschen gleichmäßig kaputt, aber ich glaube, bei 4 Side of Surrendern, die jeweils 2,5 austeilen können, kann schon mal böse ins Auge gehen. Da brauchst du auf jeden Fall ein Level 300 plus als Ritter, der blockt, oder als so ein Verrückten, der No Risk, No Fun lebt. So, na, ich glaube, wir machen es folgendermaßen. Hab zwar gesagt, dass ich jetzt hier noch irgendwie viel Material habe. Wir werden einfach so machen, wir machen den Part hier nach diesem Side of Surrender. Wir gehen ja nur noch zurück. Da passiert ja nicht mehr so viel. Und ich werde einfach cutten und dann mal gucken, was wir denn morgen machen, beziehungsweise übermorgen oder bei der nächsten Folge. Sagen wir, ist jetzt nicht mehr so spannend, dann hier wieder zurückzugucken und also zurückzulaufen und dazu zu gucken. Insofern kann ich ja den Rest dann cutten. Was ich aber gut finde, ist, dass wir jetzt hier die 5 wieder auf einmal geblockt haben und zum Schluss dann doch noch einig waren, wie mir gerade scheint. Und ja, wir hatten, glaube ich, in dieser Hand irgendwie eine MPA, ne? Ich glaube, zwischenzeitlich, das habe ich bestimmt jetzt hier gerade verquatscht, sozusagen. Wir sind aus diesem Hand mit einer MPA rausgegangen. Wir hatten, glaube ich, auch über 130.000 an Platin-Gold eingesammelt. Das ist auch schon echt eine Hausmarke. Also, was du da an Platin sammelst, das geht auf keine Kuhhaut. Natürlich droppen die ganzen Viecher hier unten auch Nightmare Blades und Assassin Daggers und alles Mögliche. Und das Loot ist wirklich auch für so eine große Truppe extremst nice. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr High Level seid, mal eine Rashamul-Hand einzulegen, weil es sich lohnt. Weil es sich einfach nur lohnt, abgesehen davon, wenn ihr noch nicht die dritte Stage freigeschaltet habt auf dem Server, tut er auch noch was für den Server. Ja. Gut, das heißt, der Side of Surrender ist hier tot. Im Hintergrund läuft schon wieder eine Rockel an, den werde ich jetzt wahrscheinlich abcutten, weil wir nämlich hier schon am Ende der Folge sind. Soll heißen, es waren mal wieder 2 Folgen, die ich vertont habe. Ich werde gucken, ihr habt ja mitgekriegt, ein bisschen bin ich noch neben der Spur, was das ganze andere private Kramzeugs angeht. So, ich denke mal, spätestens im Mai habe ich den, also ja, so soll es zumindest sein, 1. Mai ist der neue Arbeitstag. Und da soll es dann losgehen und ich hoffe mal, dass es dann halt wieder in normale, gerichtete Bahn läuft. Und naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, ihr kennt das ja, gerne Kommis unter das Video, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr PvP-Videos habt, ich sag's gerne auch nochmal, dann sagt mir Bescheid, schreibt mir eine Private-Message und dann können wir da vielleicht drüber reden, aber nicht einfach hier sämtliche Videos zuspammen, das erstens gehört sie das nicht, zweitens ist es ziemlich LW und naja, gut, wisst ihr Bescheid, wir hören und sehen uns beim nächsten Video, bleibt dran, freut euch des Lebens. Und peace out. Nee, peace out ist lame. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.